Das Patellaspitzensyndrom tritt häufig bei Feldsportarten auf, die mit zahlreichen Richtungswechseln einhergehen. Fußball wäre ein Beispiel oder Tennisspielen. Darüber hinaus sind Sprungsportarten sehr anfällig in diesem Bereich. Basketball oder die Leichtathletik mit Weitsprung und Hochsprung wären Sportarten, die dort zu nennen sind. Und natürlich die Volkssportarten wie Laufen, Radsport, weil wir auch dort eine Belastung im Bereich der Patellasehne haben. Die Patellasehne, die wir hier sehen, ist letztlich die Verlängerung des Oberschenkelmuskels, der hier an der Basis der Patella ansetzt. Und die Kniescheibensehne geht von der Spitze der Patella hinab hier zum Schienbein. Die Schmerzen entstehen direkt am Ansatz der Sehne an der Patellaspitze. Um das Kniegelenk zu beugen und zu strecken, brauchen wir den Oberschenkelstrecker. Der hat seinen Ansatz hier unten am Schienbein. Er wird umgelenkt über die Kniescheibe, die auf Lateinisch Patella heißt. Und hier findet sich der Sehnenapparat. Und die empfindliche Stelle, die Schmerzen bei dem Patellaspitzensyndrom verursacht, ist der Ansatz der Sehne hier an der Spitze der Kniescheibe. Die Beugung im Kniegelenk geht mit einer hohen Zugbelastung hier im Bereich der Sehne einher. Und je tiefer ich beuge und je größere Kraftbelastung bei Sprüngen und bei Richtungswechseln erfolgen, desto mehr Zugbelastung haben wir. Und wenn diese Zugbelastung nicht genau passend auf diesen Sehnenansatz trifft, dann kommt es zu Überlastungsreaktionen in diesem Bereich. Das Patellaspitzensyndrom ist einfach zu diagnostizieren. Es gibt einen typischen Druckschmerz direkt am Sehnenansatz über der Patellaspitze. Wenn man die Sehne genauer beurteilen möchte und Veränderungen oder Gefäßneubildungen, sogenannte Neovaskularisationen, erkennen möchte, nutzt man typischerweise den Ultraschall. Beurteilungen der knöchernen Strukturen sind insbesondere mit der Kernspintomographie gut zu machen. In der Akutphase hat sich eine vorübergehende Entlastung von dem sportlichen Training bewährt. Darüber hinaus wird man kühlen und eine Schmerzlinderung durch Salben und Tabletten erwirken. Die Physiotherapie ist wichtig, um langfristig das Kniegelenk so belastbar zu machen, dass diese Beschwerden nicht mehr auftreten. Man nutzt dafür Kraftübungen und Dehnungsübungen und schult vor allem auch die Koordination, also das Zusammenspiel von Muskulatur und Gelenken. Man nutzt für diese Maßnahmen auch in häufigen Fällen ein sogenanntes Schrägbrett, was im Englischen auch Decline Board genannt wird, um ein Reiztraining für die Patellasehne zu erzeugen und eine bessere Faserausrichtung und eine Regeneration des Sehnengewebes zu erreichen. Bei Fußfehlstellungen haben sich orthopädische Einlagen sehr bewährt, da die Stellung des Fußes auch die Stellung des Kniegelenkes beeinflusst und dadurch die Sehne fehlbelastet werden kann. In anderen Fällen sind Bandagen sinnvolle Hilfsmittel, die ihrerseits durch eine Kompression und eine bessere Führung im Bereich des Kniegelenkes und der Patellasehne Schmerzen reduzieren können. Darüber hinaus gibt es einen Zuggurt, den man über die Patellasehne legen kann, um die Kraftangriffsrichtung der Patellasehne an der Kniescheibenspitze zu verändern und dadurch eine Schmerzlinderung zu erreichen. Bei fortwährenden Beschwerden kann man je nach Befund im Ultraschall Gefäßneubildungen veröden. Man nennt das eine Sklerosierungstherapie. Darüber hinaus kann man mit einer Stoßwellentherapie die Sehnenregeneration fördern. Und zuletzt gibt es klassische Spritzen, die man einsetzen kann mit antientzündlichen Medikamenten, die die Sehnenregeneration ebenfalls fördern sollen.